Hallo. Da bin ich wieder. Irgendwer, also wie es zu dem Ganzen gekommen ist, ist eigentlich so, dass mich irgendwer ein bisschen leicht andadelt oder verarscht hat und gesagt hat, hey, mach ein paar YouTube-Videos, wie du da barfuß irgendwo hingehst und stellst auf YouTube. Und naja, ich bin halt auch nicht etwas, sie so irgendwie nicht viel nachdenkt und einfach dann sowas ausprobiert. Habe ich auch gemacht. Die hupft über die Brennnessel drüber. Der Hund. Was ist denn da? Komm, schau mal um mit dem Wasser. Ja, und so ist es eigentlich irgendwie entstanden und eigentlich ist es ein voller Huller, bin ich drauf gekommen. Weil ja im Prinzip ist ja eigentlich jedes Mal das Gleiche. Das Einzige, was sich vielleicht verändert ist, das, was ich dazu zu sagen habe. Und ja, ansonsten Füße, Video, irgendwas. Naja, irgendwann einmal wird es dann natürlich langweilig und bleib da hinten stehen wieder mal. Ja, weil es einfach nicht viel zu sehen gibt. Es gibt für die, die ein bisschen schadenfroh sind, gibt es leider kein Video, wo ich auf einen Nagel steige oder so, auf einen rostigen. Oder irgendwas Witziges, das mich schmeißt, na Gott sei Dank nicht. Weiß uns ja, wenn, also wenn es mit dem Wasser schmeißt, ist es ein bisschen blöd, oder dann ist wahrscheinlich das Handy im Arsch. Nein, passiert auch nicht. Gott sei Dank. Bin ich trittsicher. Ja, was sonst? Ein bisschen nicht so gut. Autsch, drauf bin ich momentan, weil es mir ein bisschen vom Zahn hat. Mein Zahn ausgebissen. Oh, siehst du. Schau. Ja. Ah ja, nein, das kann man nicht brauchen. Bald werden. Ja, jetzt da habe ich da ein bisschen Problem. Pass mal. Loblied ist er. Ja, weil der Tag, den nächsten paar Tage, AOB ansteht. Und das würde ich halt wahrscheinlich keine Spritzen kriegen von Doktor oder was auch immer, keine Ahnung. Also man sollte halt einfach eine Woche vorher nicht mit irgendwelchen Medikamente anpumpt sein. Deswegen ist es jetzt ein bisschen blöd für mich. Weil, ja, ich hoffe, dass einfach die Operation durchgezogen wird, weil sonst muss ich das wieder verschieben. Und wie ja jeder weiß, wenn du einmal einen OP-Termin hast, dann ist das super. Und wenn er verschoben wird, kannst du wieder ein paar Monate drauf warten. Und das zipfert mich jetzt an, weil, ja, ich möchte das hinter mir bringen. Mal schauen. Ist nichts Schlimmes eigentlich. Sie sagen, es ist ein Routineeingriff. Man sieht erst, was zu machen ist, wenn sie drinnen sind irgendwie. Schauen wir mal. Aber es ist halt auch was einem ein bisschen zusetzt im Hinterkopf. Haha, schau, ist du narrisch. Da hat es angeschwemmt, kein Sound. Was ist da, wenn ich jetzt da umliege? Sink ich da ein? Schau, gell? Oder? Lara, was meinst du? Wie eine Sandbank, schau. Boah. Ja, das ist auch nicht ohne, gell? Wenn da unter... Ich bin, ja, schau, wie es da oben geht. Siehst du es, wie du da singst? Lara, komm her, da bin ich. Jetzt, wenn ich da hinsinke, da hilft mir kein Mensch mehr. Komm, ich mach da gescheiter beim Schauder. Das ist ein bisschen... Schau, da geht's auch oben. So, die Fähre schwimmen aber hin. Hau die Fähre. Schau. Jawohl. Hau in die Flut. Das Wasser hoch aufspritzen tut.
kennt eigentlich die Kurzform von der Glocke. Weiß ich ja nicht, ob sie ja auch, ich weiß nicht, was die Generation, ich glaube eher, dass eher ältere Generation das vielleicht anschaut, das vielleicht noch kennt von der Schule. Da gibt es eine Ballade, die muss man lernen hat müssen. Die Glocke. Kennst du das? Ich kann euch die Kurzform auch sagen, die lange Version weiß ich nicht mehr, aber die kurze Version geht so. Loch in Erde, Bronze rinnt, Glocke fertig, bim, bim, bim. Gut zu merken, oder? Nicht so schwer. Lara, was tust du? Au, bist du dreckig. Sag mal, was ist denn da heute los? Heute noch keine Spuren? Aha, ja, gestern war der Platz. Ich schau, wo, heute sind gar keine Spuren. Schaut mal. Keine Spuren. Okay. Meine Spuren, schau. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Bam, para, do, di, dam. Keine Texte, was ist denn da jetzt da? Komm, geh weiter. Ich mag da nicht mehr bleiben. Ach so, verheddern. Oh je, hoffentlich. Oh je. Zeichen. Nimm ich mit. Ey, was kann nicht? Komm. Geht, ich brauch's nicht essen, du Putschtuch. Komm. So. Frei. Schwimmt dahin. Pass auf jetzt, wie kommen da um? Wir müssen bei der Seichten stehen, umgeht der Lara. Sonst da. Scheiße. Dann muss ich da oben, gell? Aha. Aua. Das ist nämlich schon ein bisschen stark. Das siehst du, von dem. Das Tränen da. Der Druck ist ja schön. Nossa. Schau. Ich weiß nicht, was mit dem Hund halt los ist. Okay. Ja, das war's eigentlich. Komm, geh weiter jetzt da. Ich halte dich nicht aus. Ciao, Papa.